So. Ja, das, was Sie machen, nennt sich wie? Naja, ich bin im Grunde genommen ein YouTuber. Und okay, Sie haben einen eigenen Kanal. Mhm. Und der heißt The Slingshot Channel. Mhm. Und Sie basteln Geräte, mit denen Sie Gegenstände schießen können oder schleudern können. Oder wie muss man das bezeichnen? Also ich sage immer, wenn mir jemand diese Frage stellt, was ich tue, sind Inventions und Stunts. Das tue ich. Ich erfinde diese Sachen, baue die, ja, und führe sie dann oft unter persönlicher Gefahr, ja, im Internet vor. Aber Sie haben ja noch einen richtigen Beruf wahrscheinlich, oder? Naja, gut. Also im Moment ist mein Hauptberuf in der Tat Künstler. Ich bin Künstler, Entertainer, wenn man so will. Denn ich verkaufe diese Sachen ja nicht, sondern, ja, ich beschränke mich darauf, die im Internet zu zeigen. Eigentlich, okay, von meiner Ausbildung her habe ich irgendwann mal Wirtschaft studiert und habe, ja, lange, lange Zeit, 25 Jahre lang, als Manager gearbeitet. Okay. Und davon kann man leben? Vom Manager, ja. Nein, ich meine, vom Schleudergeräte bauen. Also ich will es mal so sagen, für einen Künstler verdiene ich nicht schlecht. Ja. Wir schauen uns vielleicht mal ein paar Sachen an. Also, das sind alles Geräte, die Sie selber erdacht haben, selber gebaut haben. Mhm. Die Filme haben Sie selber gedreht, ins Netz gestellt. Die Leute aus aller Welt gucken sich das an. Was wir als erstes sehen, ist der Zombie Grinder 4000. Ja, genau. Schauen wir mal rein. Das sind alles Dinge, die Leute erfreuen sich daran, dass so archaisch gebaute Geräte tatsächlich funktionieren? Oder sind das so Waffenfreaks? Also Waffenfreaks habe ich eigentlich wenige. Denn, ja, die meisten meiner Fans sind ja in den USA. Da ist es ja sehr einfach, auch an Feuerwaffen zu kommen. Ja. Also habe ich eigentlich gar nicht damit gerechnet am Anfang, dass ich da überhaupt Fans finden würde. Ja. Nein, ich glaube einfach, ich komme da authentisch rüber. Ich liebe das, diese Dinge zu bauen. Das ist Spaß an der Sache. Man schießt damit ja nicht auf Menschen, sondern höchstens auf Gegenstände. Genau, ja, genau. Darum geht's. Niemals auf etwas Lebendes. Ja. Auch keine Katzen und so? Nee, also ich habe Katzen und liebe sie. Keine Chance gehabt bei dem letzten Instrument, oder? Hier, das ist auch eine sehr lustige Erfindung. Schauen Sie mal hier. Eine Art Brotschneidemaschine oder was für einen Zweck hatte das jetzt? Einfach nur so? Also der Zweck ist nur, die Leute zu unterhalten, sonst hat das keinen Zweck. Ach, das hat keinen Zweck. So. Aber ich glaube, bei Ihnen zu Hause bricht so schnell keiner ein, oder? Weil er Angst hat, Sie stehen da mit diesem Zombie-Grinder hinter der Tür. Hier, das ist auch sehr interessant, das Nächste. Ja. Wir haben hier mal ein paar Geräte, die Sie gebaut haben. Hier, da kommen wir vielleicht später zu. Das hier. Mhm. Was, ja, ist das? Also das ist im Prinzip auch so eine Art automatische Schleuder. Die kann man also dann spannen und mit Pfeilen laden, so kleine Pfeile. Die Gummis treiben das dann an. Ja. Und hier hinten ist so ein kleiner Schraubendreher. Ja, genau, das funktioniert so ähnlich wie ein elektrisches Klavier. Diese kleinen Abzüge werden dann sozusagen beim Drehen automatisch ausgelöst. Ah, okay. Das läuft hier rein und, richtig, wird dann runtergedrückt. Genau. Kann man das sehen hier? Ah, okay. Ja. Ganz simple Mechanik. Und was steckt da vorne drin? Das sind so kleine Pfeile. Ich glaube, die liegen da sogar. Ich sehe sie von hier. Das ist hier drin, glaube ich, zu gefährlich. Ich würde das auch hier drin nicht machen wollen. Das ist gut, wie diese Ratschen beim Eishockey, die immer so, kann man aber mit dem Teil dahin gehen. Wird etwas schwierig am Eingang, aber ansonsten. Ja. Wie lange bauen Sie an so einem Teil? Einen Samstag. Ich habe ja normalerweise immer nur den Samstag zum Bauen und den Sonntag, dann muss ich dann, vielleicht habe ich den Sonntagmorgen noch in Reserve, aber eigentlich muss das samstags fertig werden. Ah, okay. Gut. Gut, das ist ja eine ganz normale Steinschleuder hier, oder? Das ist ja. Ja, genau. Das ist, man hält sie andersrum. Ach, Sie machen das auch so Gesundheitsbändern, wo so, ja, genau, Rentner sich mit dehnen und so? Ja, genau. Gut, wie, also, das hält man andersrum? Man hält das so, damit diese Kante hier die Last aufnimmt. Denn ansonsten, ja, würden diese Gummibänder das nicht aushalten und dann, alles ist ja auch wesentlich ergonomischer. Gut, das ist ja ein relativ einfaches Gerät, ja, das kennen damit wir. Damit bin ich halt angefangen. Genau, damit haben Sie angefangen. Das hier, was ist das hier? Das müssen Sie kurz erklären. Ist gleichzeitig das nutzloseste Ding, was ich je gebaut habe und auch, ja, mein größter Erfolg. Das ist so ein bisschen der Fluch der Sache. Also, ja, das ist ein Beitrag zu einem Wettbewerb, den Bill Gates gemacht hat. Er hat, ja, gesagt, wir wollen $100.000 dem geben, der Kondomtechnik verbessert.
Jetzt finde ich Kondome sehr verbesserungsbedürftig. Die sind ja so ein bisschen glitschig. Und es gibt zwei Methoden, die aufzuziehen und nur eine ist richtig. Ja. Also dann habe ich mir gedacht, was kann ich denn beitragen? Und ich kann halt nur Pistolen und sowas machen. Also habe ich eine gebaut. Ja. Das ist also ein Applikator. Den kann man dann hier spannen. Hm? Ups. Und dann kann man im Prinzip hier das Kondom reinhängen. Und dann kann man das im Prinzip damit abschießen. Naja, okay. Das ist gerade kaputt gegangen. Oh ja, genau. Also man steckt sozusagen hier vorne in das Loch. Was macht man da? Was kommt da rein? Das zu schützende Objekt. Ja, okay. Und es gibt auch starke Seiteneffekte. Also es ist nicht ganz zuverlässig, wie man sieht. Ja, es ist, aber ja, es gibt auch den, ist es ja das sicher, genau. Das sich verdreht. Aber wenn es gibt auch noch das Problem des Schmerzes. Wenn da jetzt ein Penis drin gewesen wäre, was wäre passiert? Naja, das Kondom wäre aufgebracht worden. Allerdings unter doch beträchtlichen Schmerzen. Also diese Seiteneffekte müsste man noch eliminieren. Ja, aber gibt's noch nicht in Serie. Das ist so ein lustiges Geschenk von Junggesellenabschied. Ich hatte also Bill Gates auch aufgerufen, mir die 100.000 zu geben, damit man das perfektionieren kann. Ja. Aber nicht nur ein lustiges Geschenk, sondern auch ein lustiges Spiel für den Junggesellenabschied. So, okay, verstehe. Wir gehen gleich mal nach draußen. Mhm. Dort haben sie schon mal Spektakuläres aufgebaut. Da sehen wir das schon. Also wirklich martialisches Gerät. Und wir werden dort draußen gleich mal ein Spektakel sondergleichen abfeuern. Bleiben Sie also dran. Bis gleich nach der Werbung. Und Iris Berben ist auch noch da bei uns. Also, bis gleich. So, wir sind jetzt hier draußen vor dem Studio und hier haben wir jetzt einige der Geräte. Mit welchem fangen wir an? Also dann nehmen wir doch gleich die Klobürsten verschießt. Die waren ja auch letztes Mal sehr so in Hamburg. Ja, da ging es ja dann ums als Symbol des Widerstandes. Ah, okay, das ist sozusagen ein Pfeil aus einer Klobürste. Genau, hergestellt aus zwei Nägeln und einem Stück Faden. Das okay. War's. Ja, das ist ja schon mal lustig. Das heißt, was man damit trifft, wird auch gleich beim Durchschuss gleich auch noch gereinigt. So wie man, genau. Ja, tolle Sache. Okay, das funktioniert wie? Das ist das Gerät dafür? Genau, das ist also meine Waffe dazu. Hat die auch einen Namen? Ja, das ist mein Toilet Brush Sniper Rifle. Okay. Also klar, weil da gibt es ja sogar ein Zielfernrohr drauf. Und das ist auch wirklich ziemlich genau und diese Sachen sind sehr effektiv, auch wenn die so ein bisschen provisorisch aussehen, aber das sind durchaus ernstzunehmende Bolzen. Ist das eigentlich ein bisschen gefährlich, was wir jetzt hier gerade machen? Wir müssen schon aufpassen, das sollte man nicht nachmachen zu Hause, ne? Nee, das sollte man auf keinen Fall. Ist das überhaupt erlaubt oder müssen Sie dafür einen Waffenschein beantragen? Waffenrechtlich ist das eine Armbrust. Nur ganz normale Armbrust, weil wird halt mit Muskeln gespannt. Die kann man sich selber, die darf man besitzen. Darf man ohne Waffenschein. Richtig, allerdings schießen, da sollte man lieber mit zum Schießstand gehen oder eine Erlaubnis dafür. Ja, okay, wo schießen Sie? Naja, gut, meistens bei mir zu Hause. Ja, gut, wenn man keine Nachbarn hat. dann zeig ich mal, wie das geht. Ich setze mir mal vorsichtshalber, mir ist jetzt ein bisschen mulmig hier. Ich setze mir mal vorsichtshalber hier den Helm auf. Okay. So, dann. Was diese Waffe wird zunächst gespannt. Ja. Und das macht man mit vier Bändern, die einzeln gespannt werden, weil die sind viel zu stark, um die alle gleichzeitig zu spannen. Ja, okay. Also wird zunächst diese jetzt kommt die Klobürste da rein. Hier eingespannt, genau. Sehr gut. Und dann stellt man die halt hier her. So. Gut. Dann nimmt man diese Bänder, vier Stück an der Zahl. Und hängt okay, weil Sie die alle gemeinsam nicht hochkriegen, machen Sie vier einzelne. Genau. Ja. Sozusagen. Das ist mir schon zu gefährlich. Wenn Sie jetzt da unten sind und das Ding geht los, oder ist das sicher? Also bisher jedenfalls habe ich mich noch nicht verletzt. Allerdings ein Reporter vom Spiegel habe ich mal fast den Fuß geschossen. Oh. Gut, dann können wir mal einen Schuss machen. Da hinten. So, okay. Gut. Dann klappe ich das Zweibein aus. Ja. Zielen, mal gucken, wie genau das ist. Ich bin gespannt. Auf was schießen Sie? Auf diese Melone auf da. Auf die Melone da, okay. Ja. Ah! Ah, nicht schlecht. Ja, ne? Ich gehe mal gerade gucken. Wo ist denn das? Ah, das ist vor der Melone eingeschlagen, oder was? Nein, durch die Melone durch. Und hinten gegen das Holz, was die Melone gehalten hat. Ja, super. Genau, ja. Schon getroffen. Ziemlich genau. Ja. Ja, nicht schlecht. Okay. So, dann gehen wir mal zum nächsten Gerät. Ja, was wir noch machen können, wir haben ja da diesen Ballistik-Gel-Block.
Ja, das da können wir mal aus der Nähe reinschießen. Das ist ein Ballistik-Gel-Block. Genau. Was heißt das? Das ist im Prinzip die Simulation von Säugetiergewebe. Wissenschaftlich. Gelatine oder was? Genau. Ist das? Mhm, okay. Das zertifiziert, ja. Wird in der Forensik verwendet. Also. Dann sieht man, was passiert, wenn man da mit der Klobürste drauf schießt. Genau, das machen wir aus naher Entfernung, damit wir das für die Kamera gut positionieren können. Kann ich das auch oder ist das zu gefährlich für mich? Also, ja, lieber gleich mit einer anderen. Ja, nein. Ich hab schon verstanden. Nee, ist. Also, trotz Helm. Ja. Wie lange haben Sie jetzt für das Gerät gebraucht? Auch wieder nur einen Tag? Selbstverständlich. Aber das müssen Sie sich ja irgendwann auch mal ausdenken, oder? Ja, das stimmt. Also, das tue ich dann natürlich außerhalb dieser Zeit. Dann mache ich vielleicht auch ein paar Konstruktionen, aber. Ups. Oh! Na? Ich bin ja kein Ingenieur, ne? Kleine Abstriche muss man machen. Ja, gut. Bisschen Schwund ist immer. So. Die Geier kreisen schon mal über uns. Na? Ich höre sie. Vorsicht. Höre sie gerade. Okay. Achtung. Und? Oh. Ja. Ja. Das hinten dran, das gefällt mir sehr gut. Haben wir das nochmal in Zeitlupe? Das können wir uns auch in Zeitlupe angucken, oder? Wir haben eine super Slow Motion davon. Genau, da kann man genau sehen, wie das da reinballert. Da, sehr gut. Okay, dann schauen wir uns mal das nächste Gerät an. Genau. Was haben Sie noch gebastelt? Als nächstes haben wir hier etwas, das ist deutlich harmloser, aber auch sehr erfolgreich. Ich nenne das die Rache der Nerds, der Streber, wenn man so will, weil die verschießt Bleistifte. Ah, mit Magazin sogar. Genau, 10 Schuss im Magazin. 10 Schuss, in dem Falle 10 Bleistifte, die liegen hier im Magazin und rauschen nach unten durch? Nach vorne, durch den Lauf raus. Ja, okay. Und zwar durch so eine Pumpbewegung. Okay. Das heißt also, man kann also... Also ein Bleistift kann aber auch tödlich sein, oder? Also tödlich will ich nicht sagen, aber ich meine, wir haben ja hier noch den Gelblock. Ja. Da können wir ja mal drauf schießen. Ja. Ja, komm mal her. Oh ja, geht schon ganz ordentlich rein. Möchtest du mal versuchen? Ah, darf ich das auch mal probieren? Einfach ziehen. Einfach ziehen? Okay. Genau, das ranziehen. Einfach ziehen. Bis zum Anschlag. Kann man das erstmal, ich ziehe erstmal das hier raus. Das wird nicht einfach. Ach, doch, geht schon. So, und dann einfach ranziehen. Genau, Vorsicht. Weiter. Da, zack. Macht Spaß, ne? Ja. Ein geeignet, Oh, guck mal, der ist sogar rückwärts reingegangen hier. Ja, der eine war falsch rum drin. Nee, ich glaube, wir haben es auch gedreht. Wie viele sind im Magazin? 10 oder was? Ja, aber jetzt sind sie fast alle. Zack, zack. Die gehen auch rückwärts rein. Ich glaube, die hat jemand rückwärts geladen, deshalb. Okay. Gut. So. Haben wir noch weitere Geräte? Ja, na klar. Ich komme ja nicht mit leeren Hemden. Ja. Also ich habe jetzt hier wieder eine Pumpwaffe, die aber in diesem Fall Muttern verschießt. Und zwar solche M10-Muttern verschießt. Hm? Also das ist was für ein Heimwerker. Da sind 40 Stück im Magazin. Ja, okay. Ja, man spannt die einfach, indem man die hier lädt. Und haben wir da vorne ein paar Flaschen aufgebaut. Ah, okay. Kann ich mal versuchen, ob wir die treffen. Helm runter. Oh, das war schon der erste Danebenschuss. Wie alle Pumpguns ist die nicht besonders zielgenau. Okay. Oh, ja, verstehe. Oh, zu hoch. Ja, bisschen tiefer. Ja. Dann klappt's. Ups. Na. Wie lange funktionieren Ihre Geräte so ungefähr? Ein Video. Ein Video lang, ja. Okay. So, aber das Größte von allen, das steht hier, oder? Ja, wir haben hier noch was. Ach so. Noch sind wir nie am Ende. Okay. Das ist auch sehr beliebt. Ich nenne das den Barfight Dominator, weil der verschießt diese Glasaschenbecher. Wie, der schießt mit Glasaschenbechern? Genau, und hat hier deswegen auch dieses formschöne Magazin dafür. Okay, ja, kann mit Magazin sogar. Da sind jetzt mehrere reinladen. Glasaschenbecher drin. Genau. Und für Restaurants geeignet. Wenn einer sagt, Herr Ober, haben Sie einen Aschenbecher? Ach nee, ist ja Rauchverbot mittlerweile. Dann kann man die deswegen sind die billig zu kriegen im ja, Moment. Sind die billig bei zu eBay, kriegen im Moment. Kein Problem. Also, okay. Das hat auch ganz ordentlich Leistung. Wenn ich das mal hier spanne. So, Achtung. Und dann mal rüberschieße. Vorsicht. Achtung bitte. Achtung. Oh, guck mal. Die Melone getroffen. Sehr gut, aber relativ zielgenau. War das jetzt Glück? Ach ja, gut, ein bisschen schon. Also die Sachen sind ja keine Präzisions. Können Sie mit dem Glasaschenbecher noch mal auf die Glasflaschen schießen? Ja, na klar. Das hätte ich gerne mal in Zeitlupe danach. Ja, vielleicht mal den Kameramann da weg, der neben den Glasflaschen steht. Ich gehe mal so ein bisschen nach links rüber. So, Moment. Vorsicht, Vorsicht. Ja, okay, Achtung.
Okay. Gut? Ja. Ja. Sollte man sich nicht mit anlegen mit Leuten, die eine Aschenbecher-Wurfmaschine haben. Dann haben wir natürlich noch meinen Drachentöter. Ja, das ist. Die Zeitlupe schauen wir uns nochmal an, oder? Okay. Haben wir das nochmal in der Zeitlupe? Dann schauen wir nochmal. Ja. Mhm. Da haben wir es gesehen. Super Slow-Mo. Da ist eine ganz schöne Wucht hinter. Und das ist der Drachentöter, ja? Genau. Der ist also dazu da, um einen Drachenpanzer zu durchschlagen. Und deswegen muss er natürlich ordentlich Kraft haben. Deswegen wird das Modell in so einer Winde gespannt. Okay. Das könnte man also von Hand nicht mehr machen. Soll ich helfen? Ah, ich fürchte, es wäre dann eher abträglich. Ja. In der Koordinierung. Ja, verstehe. Das ist natürlich auch immer ein Fall. Ich muss ja diese Sachen alle alleine bedienen können. Ich habe ja keinen Praktikanten. Ja. Von daher wäre es natürlich. Und man sieht schon, was da für eine Spannung drauf kommt. Ja. Ja. So, jetzt gleich ist sie gespannt. Und genau. Ich kann das hier schon mal zeigen. Das hier, was ist das? Das sind Ihre selbstgebauten Pfeile. Das sind die selbstgebauten Pfeile, ganz richtig. Aus Besenstiel und Nagel, oder wie geht das? Ja, oder hier aus Besenstiel und so einer Messerklinge. Da bleibe ich lieber mal weg. Die wird dann vorsichtig von vorne geladen. Gibt es Leute, die sagen, sie haben einen an der Waffel? Ja, ich fürchte, das ist so. Bitte? Das gibt es, aber es gibt auch sehr viele Leute, die das, was ich mache, richtig gut finden. Von daher kann ich damit gut leben. Das kann man kann ja beides finden. Man kann ja finden, dass sie das, was sie machen, gut findet und trotzdem einen an der Waffel haben. Solange es nicht langweilig ist, ist das alles in Ordnung. Ja, okay. So, jetzt kommt es drauf an. Hier, das ist, da ist wahrscheinlich unglaubliche Power hinter. Das werden wir jetzt mal sehen. Achtung. Ja, da möchte man nicht stehen. Wir schauen uns das vielleicht nochmal. Haben wir noch eine Zeitlupe davon? Ich glaube, davon nicht. Ja. Nee. Davon haben wir keine. Nee, okay. Also, beeindruckend, bitte nicht zu Hause nachmachen. Das ist nur zum Spaß da, nicht zu kriegerischen Zwecken. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, und wenn Sie neue Sachen erfunden haben, melden Sie sich bei uns. Komme ich wieder zurück. Alles klar.